Und da geht's direkt weiter, zumindest für mich, mit der nächsten Folge. Wahnsinn, Leute, Wahnsinn. Es ist jetzt 4:30 morgens. Ich kann einfach nicht pennen und mache jetzt einfach weiter. Ja, ich muss meinen Schlafrhythmus eh wieder so ein bisschen mit Gewalt hinbiegen. Und meistens ist es bei mir dieser Punkt, wo ich dann sage, so, jetzt muss ich halt dann mal, wie so oft, lange oder länger wach bleiben. Und dann halt trotzdem aufstehen. Beziehungsweise gar nicht schlafen. Ich habe ja schon geschlafen. Also ich habe mich gestern Abend sehr, sehr früh hingelegt, weil ich eigentlich extrem ausgeschlafen sein wollte heute. Um eben meinen Rhythmus wieder so ein bisschen zu glätten. Ich habe die letzten 5-6 Tage, war ich einfach zu lange wach. Ich habe einfach wieder dumm Zeug gemacht und das war nicht gut. Das weiß ich auch. Und ja, aber mein Schlafrhythmus ist einfach ein richtiges Arschloch. Ich bin halt einfach so eine typische Nachteule und ich bin ja einfach ein Nachtmensch. Und es ist echt schwierig, das wieder so hinzubiegen. Ich hatte das mal ganz gut im Griff. Und gestern Abend dachte ich, geil, ich war so um 8 Uhr oder so. So, ja, sogar kurz vor 8 abends habe ich Müdigkeit gespürt. Ich habe gesagt, ey, ich leg mich direkt hin, Schatz. Ich leg mich auf die Couch und penne vielleicht auch einfach am besten durch. Also ich kann irgendwie auf der Couch am besten und am schnellsten einschlafen. Und ja, da bin ich natürlich trotzdem nach 2,5 Stunden schon wieder aufgewacht, bin halt dann zu ihr ins Bett und konnte dann aber jetzt nicht mehr schlafen. Aber das wird sich, denke ich, dann, ah, da ist noch was, morgen Abend oder heute Abend jetzt dann wieder regeln, weil ich dann total platt sein werde nach dem Livestream. Also für mich ist heute Livestream, für euch, ach, glaube ich auch. Heute ist Donnerstag, kann es sein? Kann gut sein, dass heute Donnerstag ist. Habe jetzt wie viele Folgen gemacht? 3 oder 4? Keine Ahnung. Schutz haben die nicht. Sie haben kein Wasser. Jake steht einfach nur da rum und arbeitet nicht. Richtig voller Sack. Naja, Wasser war ja richtig. Habt ihr hier... Ihr habt doch hier... Na also, da steht's doch. Ich mache euch... Das eine reicht, oder? Na, ich mach direkt... Ah, hier ist gar nicht genug. Hier ist gar nicht genug. Kann ich den wegschicken? Oh. Wie groß soll dein Schrotthaufen denn noch werden? Ich habe einfach alles geklaut schon. Fast alles. Den Bus nehme ich auch noch. Meiner Transporter. Oh, da ist ein Blähfliegen. Wenn der zu groß wird, kommt ein neuer Haufen neben dem Klingenkornbeet dazu. Das hast du letztes Jahr schon gesagt. Da war der Haufen halb so groß. Ich will nur wissen, wie groß ist groß? Ich finde ihn nämlich schon jetzt zu groß. Na schön. Ich habe einige Waren zu verkaufen. Von morgens bis abends mit der ganzen anderen Arbeit hier beschäftigt bin. Ach, ich lasse es einfach. Abraham Finch, du bist... auf meiner Farm jederzeit willkommen. Ich habe mir schon deinen ganzen Schrotthaufen genommen. Es hat sich erledigt. Du brauchst dich nicht bei mir einschleimen. Ich habe mir schon alles genommen. Du kriegst nicht mehr wieder. Tschüss. So, du machst deine Handelsroute nach Tentacle Island. So. Und schon können wir hier bauen wie die Pimmelgesichter. Schutz 0. Da kann natürlich dann der Vater jetzt mal schütze das Dorf. So, Vater. Achso, der Vater macht den Scheiß, gell? Oder? Oder ist es jetzt nur sie, die das macht? Ne, da stand ja auch eben mittendrin hier. Ja, das hatte ich schon irgendwie erwartet. Also, dann red weiter. Warum hast du es getan? Warum hast du dich abgewendet? Von deiner Familie? Wahrscheinlich, weil ich wütend war. Ich war wütend auf dieses Leben. Auf die Vorstellung, dass ich niemals mehr als ein Farmer sein würde, der sich gerade mal eben so durchschlägt. Ich gab Dad die Schuld. Dafür und für vieles andere. Ich hatte Unrecht. Das weiß ich jetzt. Und es tut mir leid. Ja, aber erwarte nicht, dass alles wie früher wird. Ich kann nicht vergessen, was du getan hast. Guck mich nicht so an, das mit deinem Bruder. Irgendwann wirst du mir wieder vertrauen. Das schwöre ich. Ja, okay. Wir werden sehen. Gut. Alles klar, dann wäre hier, glaube ich, erstmal alles geklärt, ne? Wir haben keinen Schutz, dann baue ich halt noch so einen geschützten. Ich mache ein Geschütz aufs Dach, Leute, ne? Total super, wenn man sowas auf dem Dach hat. Eben ging. Ha. Nein. Ha. Boom, Bitch. Da ist euer Geschütz, bitteschön. Und jetzt könnt ihr hier. Dass du mich hier rausgeholt hast. Hast du vielleicht irgendwie. Hey. Danke nochmal. Dass du mich hier rausgeholt hast. Jetzt klären wir diese Jetzt killen wir mal diese Blähfliege und dann gehen wir da vorne rein, was wir da gerade entdeckt haben. Blähfliege. Bam! Global Elite! Ah, scheiße. Ah, fuck. Oh, hab sogar getroffen. Da bist du ja. Hopp, helfen wir alle mit. Hallo, das ganze Dorf. Einfach mal hier. Oh, die Piper! Alles klar, die kann einfach den Flammenwerfer nehmen.
Dann nehme ich hier das Ding wieder ab, diese, ihr wisst schon, Arschrakete. Ah, hier zählt das Ding nicht mehr. Ich dachte, ich kann ja noch in den Baumodus gehen. Hoppala. Boah, direkt plus 5 Radiation. Shit. Was ist denn hier? Nice. Nice. Nee. Ah. Nice. Ein Pumpenhaus haben wir hier. Oh, das ist nice. So. Okay, ist hier noch irgendwas auf dem Boden, ne? Lass uns mal direkt ins Pumpenhaus reingehen. Was ist hier los? Das habe ich noch nie gesehen. War aber auch halt so... so mittelleicht versteckt irgendwie, ne? Wie lange brennt das da? Keine Ahnung. Kaffeekanne. Nutzlos. Ja. Ah! 0451. Hä? Achso, vielleicht 0, 4. Achso. Ah, guck mal, da oben sind die. Ja, okay. Das ist ja total easy. Ich dachte, das habe ich nicht gesehen, dass hier oben einfach die. Oh, shit. Widerlich. Der Hauptgewinn. Also. Wir haben den Hauptgewinn, steckt das Ziel in Brand und verursacht 15 Schaden. Ach, geil. Das ist einfach der Fallout aus Super Sexy, ja. Bye-bye, hä? Super Sexy. Jetzt zuckt er sich auch noch, Alter, Super Sexy. Nice, Leute, wir haben den... Das ist doch besser wie die verkackte Waffe von Kellogg, oder? Kellogg, der Kartoffelsammler. 52, 449. 52, 468. Merkst du mal was? Spüren Sie das, Mr. Krabs? Ist das schon mal mehr wert? Na, ist natürlich auch vom Gewicht her schwerer. Aber dafür. Ja. Wir machen Kelloggs Pistole weg und nehmen dann den Hauptgewinn mit. Geil. Was ist das eigentlich? Ist hier noch irgendwas? Okay. Gut. Irgendwie dann doch nicht allzu schwer. Ich dachte ganz kurz, what the fuck? Irgendwelche Tasten, sicherlich ein Rätsel. Ich muss irgendein Buch finden oder irgendwas, wo es draufsteht, was ich machen muss. Und dann steht es einfach in diesem winzigen Raum direkt an der Wand. Ja, gut. Ja, ich sag's mal so, ne? Als Profi kennt man sowas halt, ne? Profi-Zocker, ja. Logisch. Ach, die Musik. Ich habe in die Aufnahmen reingehört. Ihr hört die auch ganz leicht, ne? Sogar mittelgut. Glaube ich. Hört doch. Ich glaube, ich habe ja echt eine gute Pegelung gefunden für das Spiel. Also ich bin nicht so extrem ultralaut. Ich glaube, meine Stimme geht ganz gut so ins Spiel hinein. Manchmal ist das Spiel vielleicht sogar ein Ticken zu laut. Kann sein. Was war hier? Da war dieses Atlas-Bürogebäude, ne? Oder wie hieß das? Nee. Pier. Okay. Da vorne ist noch eine Quest. Wir haben jetzt ja wieder überall Quests. Das hier hinten... ist, wie gesagt, das komplette DLC, was wir hier, also da geht Richtung DLC hier, das Haus der Nakanos. Das machen wir, glaube ich, jetzt erstmal noch nicht, oder? Also ich würde gerne noch ein paar Quests abschließen, die halt hier einfach noch rumfliegen, die wir hier rum... Also wir können den, sie dann ja vom Slog erstmal berichten, dass wir erfolgreich waren. Ich weiß gar nicht, was wir für sie gemacht haben, aber wir waren auf jeden Fall sehr erfolgreich dabei. Und das ist ja grundsätzlich gut. Ich glaube, dann haben wir auch ein Level Up. Und so einen Skorpion will ich eigentlich gar nicht mehr sehen. Die haben ziemlich am Anfang dieser Fallout-Serie haben sie mich einmal böse erschreckt. Wisst ihr noch? Einer? Einfach mitten in der Pampa, so aufgetaucht. Da war ich echt kurz schockiert. Ach so. Ach ja, das sind die Ghule. Die habe ich ganz vergessen. Das ist auch eine geile Basis hier mit denen. Das ist eine ziemlich coole Basis. Die haben halt echt ultra viel Futter. So, er hier, der Wise Man, ist der Ansprechpartner. Come here, Wise Man. What are you talking about? Hello. Du bist noch am Leben. Ja. Das heißt entweder, dass du dich noch nicht um diese Supermutanten gekümmert hast. Doch, doch.
Oder du bringst Hallo? Ich gute dir. Oder du mit mir. Ah, da ist Saurus Iron. Iron, Scheiße. Das ist direkt hier nebendran. Hallo? Diese Supermutanten werden euch nicht wieder belästigen. Du warst wohl genau richtig für diesen Job, was? Ja. Danke. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Ja. Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn sich die Lage verbessern soll. Genau. Exactly. Was ist denn das da drüben? Ist das dieses Sanatorium? Sind wir hier so weit oben? Ah, ja. Und dann ist hier Saugus und hier ist die Finch Farm. Ultra nah beieinander. Also die haben hier, glaube ich, wirklich Essen en masse. Ja, 27, aber nicht genug Wasser. Ja, frische Teerbeeren. Das hört sich wirklich höchst Schmackofazzi an. Da würde ich irgendwie, würde ich eher ungern zugreifen, glaube ich, bei so einer leckeren, frischen Teerbeere. Ist hier irgendwo jemand, der... Achso, halt. Habt ihr Keramik hier? Habt ihr zufällig... Sag mal, habt ihr Keramik hier? Ihr habt ja Keramik hier. Sehr schön. Keramik, da sind wir so ein bisschen am Fuchsen. Den Rest könnt ihr behalten, aber Keramik ist schon wichtig für uns. Habt ihr hier noch mehr? Scheiße Dinger, scheiße Knödel. Ah, hier. Ob die Ghule auch ganz normal, also ich meine, funktionieren die dann wie noch ein normaler Mensch? Bis auf das Aussehen? Kacken die auch? Müssen die kacken oder ist das bei denen? Oder brauchen die Toiletten überhaupt? Oder verdampft das einfach aus denen heraus? Kann ich hier irgendwas kochen eigentlich? Ne, haben wir gerade nichts da. Bin ich jetzt rausgegangen? Ah ja. Und da ist ein Augenbot. Dude, what? Was ist denn? Warte mal, da. Kleines Gewächshaus. Ach. Hallo? Oh, Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich dich nicht bemerkt habe. Ich war nur in meiner Arbeit versunken. Also, was meinst du? Schön, oder? Sau schönes Pferd. Ja, es ist wirklich schön. Wirklich? Du hast Hoppla. Da auch ein Auge für, oder? Mm. Das ist ein echtes Gidea Buttercup. Die Spezialausgabe von 2076. Vor dem Krieg das beste Spielzeug auf dem Markt. Jammer, schade. Mir fehlen die Teile um das alte Mädchen. Bring ich dir. Du hast wohl nicht zufällig eine Kiste mit Spielzeug. Habe ich immer dabei. Was brauchst du? Omnidirektionale Servos, piezoelektrische Aktuatoren, supraleitendes Drahtgitter. Ja, das habe ich dabei. Das war Spitzenzeug, selbst vor dem Krieg. Das liegt nicht einfach so rum. Ach, ich kümmere mich Was doch. Wäre es dir denn wert? Wie wäre es mit 100? Da kann man schon noch ein bisschen was Komm draufschlagen. Schon. Das ist dir doch mehr wert. Na schön, 225. Du siehst ziemlich reich aus. Ich soll mein Leben riskieren, damit du altes Spielzeug reparieren kannst? Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Gut. Ja. 300. Mehr geht aber wirklich nicht. Okay, wisst ihr was? Das ist in Ordnung. In Ordnung. Ich bin ja kein Raster. Danke. Das bedeutet mir wirklich viel. In Ordnung. Solche in Ordnung. Teile gibt es nur an einem Ort. In der alten Atomatoys-Fabrik südlich von Quincy. Okay. Ich bin ganz offen. Das ist auf der anderen Seite des Commonwealths. Okay. Die ganze Gegend ist eine Todesfalle. Gunner und Schlimmeres. Selbst für dich könnte es da zu heftig sein. Aber wenn du mal da bist, vergiss mich nicht. Also, wo? Gut, können wir machen. Da baut er einfach an so einem Viech rum. Wir haben schon so oft diese Pferdeteile gefunden. Neue Quelle für Spielzeugteile finden. Servus, das rechten Vorderbeins reparieren. Mit Wiseman über Austausch des Poolfilters reden. Südlichen Zaun reparieren. Rohre im Duschraum überprüfen. Reise zum Kraterplan. Zu riskant dieses Jahr. Ha. Filter habt ihr hier drin? Ist der schon... Oh, das sieht echt nicht schlecht aus, oder? Glaubt ihr, das kann man trinken, ohne verdödelt zu werden? Testen mal. Leute, das Wasser ist echt scheiße hier bei euch. Ihr könnt ja doch nicht einfach Zeug pflanzen. Und das ist auch noch erfolgreich. Das könnt ihr nicht machen. Was gibt's hier noch? Schutz. Na ja, klar, dann ist nicht genug Schutz, ist logisch. Ja, ihr müsst euch jetzt hier mal ein bisschen auf Wachposten setzen. Ihr bekommt natürlich. Oh Gott. Ah, wir haben nicht. Natürlich, wir haben nicht genug. Warte mal. Wir müssen noch jemanden wegschicken. Die kaputten Zäune kann man abreißen. Ist hier irgendwo... Hier sind doch hier 7 Leute. Die werden doch nicht alle am...
Oh doch, ich glaube, die hängen alle am Essen, ne? Macht Sinn, weil das so viel Essen, wie die produzieren. Ja doch, das sind doch alle. Ich bringe jetzt einen von hier weg. Einer muss jetzt halt... hier. Versorgungsroute. Du gehst einfach auch... jetzt alle schließen sich hier bitte an der Insel an. Wiseman ist das und wer ist das? Jones. Kann ich auch nicht... Wir brauchen mehr Wasser. Eine neue Wasserpumpe würde schon jemanden hat. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Ah, das ist der Händler hier von dem Kaff. Jones. Okay. Jones, hast du vielleicht Kronkorken? Wie gesagt, die braucht man hier bei unseren Farmen nicht. Wir sind wirklich höchst effektiv ohne Kronkorken. So was nutzt man ja wirklich gar nicht. Ne? Komm, ihr bekommt jetzt noch Wasser hingeschissen. Bitteschön. Oh, ihr habt sogar ein Spielplatz hier. Das ist super für die Kinder. Ne? Das ist super. So, guck mal, ihr bekommt sogar alle guten Dinge sind drei. Da gehört. Schön, ne? Und dann natürlich. Na, erst noch mehr, genug. Und da war die andere Pumpe gestanden. Und da bekommt ihr auch noch einen Geschützturm. Denn ich weiß ja, wie sehr ihr an eurem Scheiß arbeiten wollt, wie gerne ihr das macht. Und deswegen wird dieser Geschützturm von ganz alleine. Oh Gott, ich bin so ein Parkourmeister. Oh, war geplant auf der. Das war geplant. Guck mal, hier bekommt ihr den Geschützturm hin. Dann bekommt ihr noch an die Kante den Geschützturm. Gott, ich bin so scheiße großzügig, Alter. Ist auch normal. Und dann bekommt ihr noch einen für das gesamte Areal hier vorne. Zack. Und jetzt ist aber gut. Energie braucht ihr nicht. Läuft bei euch. Ah, wisst ihr was? So ein Leitstrahl. Wir wollen ja grundsätzlich auch immer mehr Leute haben. Das heißt, wir bauen so einen Leitstrahl auf. Warte mal, ist hier ein Generator? Ne, das sind die Dinger. Klar, hier war ja eben null gestanden. So, sonstiges bis ganz ans Ende. Doch nicht. Wo ist es? Da ist, das ist ganz vorne. So. Muss aber auch mal gesagt werden, ne? So, so. Okay, dann können hier auch Leute ankommen. Darauf müssen wir achten, dass wir die Dinger überall stehen haben. Ich glaube, das habe ich jetzt bei ein paar Dingern vergessen. Okay, was ist Preston? Ach, der will nur, dass wir ihm irgendeine Aufgabe abgeben. Er konnte das... unterstütze das Erkundungsteam der Bruderschaft. Das können wir eigentlich ja machen, oder? Haben wir irgendwie nicht genug? Hör dir das Nuka-Cola Familienradio an. Guck mal da. Ah, warte mal, ist wieder sau leise. Scheiße, das vergesse ich jedes Mal. Radio ist ungefähr hier, okay. Yeah. Kann man da auch porten? Ich hoffe doch. Wir gehen mal hier hin. Hallo Kinder. Hallo. Vergesst nicht, dass Nuka World nur noch wenige Wochen im Oktober geöffnet hat. Hm. Ist es jetzt wegen dem Laden ausgegangen oder war das einfach nur eine sehr kurze Ansprache? Vergesst nicht, wir machen bald zu. Ciao, ciao. Na, ich glaube, das ist wegen dem Laden. Mach das mal kurz ab. Los, schnell. Wir wollen jetzt Nuka-Cola hören. Obwohl das schon ziemlich krass aussieht hier, das Vieh, ne? Alter Verwalter. Okay. Nuki-Coli? Nuki-Coli? Kommt Corki und mich ein letztes Mal besuchen, bevor wir den Winter überschließen. Und vergesst nicht, eure leeren Nuka-Cola-Flaschen mitzubringen, um $15 Ermäßigung zu erhalten. Steigt ein in den Nuka-Express und bewundert die Nuka-Familie, solange es noch geht. Der Nuka Express ist über das Nuka World Transit Zentrum erreichbar. Das Parken ist gebührenpflichtig. Preisänderungen zum Ende der Saison vorbehalten. Okay. Nuka World, Nuka Express und die Nuka Charaktere sind eingetragene Marken der Nuka Cola Corporation. Na, die Piper, was? Hey, da draußen ist was. Wisst ihr, was das ist? Das sind 100 Pro wieder die. Dominos. So. Das sind dann probiert diese Roboterböcke. Ich guck mal, dass ich es nicht so laut mache. Es war, glaube ich, hier, kann das sein? Hier so. Die auf Nummer sicher gehen. Aber wenn es zu laut wird, dann wird's kacke. Wer ballert da hinten rum? Ist ein Wahnsinniger. Mitten im Nichts. Oh shit. Ja. Bitteschön. Doi, Bitch!
Wow! Ich weiß nicht, was da gerade... Au. Piper, liegst du schon wieder? Guck mal, ich hab den irgendwie den Arm abgeschossen. Ja, sein. Oh, der ist mutiert. Ja, chillt einfach mal. Chill, chill, chill. Schieß weiter. Aha. Und dir los. Müllbot. Okay. Oh Gott! Diese blöden Viecher. Wo sind sie hin? Ja, das frage ich mich auch. Die haben sich gerade weggesch... Oh. Wahrscheinlich haben die gegen die Gule gekämpft, vorhin. Ich hab meine Schnorren rumgestehen, okay? Ja, bla bla bla. Mann, jetzt haben die mir die Roboter weggesprengt. Da liegt noch einer. Die haben noch den wichtigen Kram dabei, vor allem Munition und so, aber halt auch den anderen coolen Scheiß. Ah, das Auto ist direkt in die Luft geflogen. Können wir immer noch so viel tragen? Krass, ich hab doch jetzt voll viel Schotter mitgenommen. Naja, vor allem diesen Flammenwerfer dürfen wir nicht vergessen, dass wir den haben. Ist der bitte hier unten irgendwo? Ja. Chancen auf Taumeln bei Treffer. Ach, den gebe ich der Pipes einfach auch, oder? Die scheint ja damit Spaß zu haben mit dem Flammenwerfer. Hey. Sag. Jetzt. Mal gucken, ob der. Also, sie hat die Munition verbraucht. Okay, wisst ihr was? Wir ändern jetzt hier mal gar nichts. Merkt euch mal 52. Einfach Bescheid. Ich will einfach Bescheid. Ich will einfach gucken, ob sie jetzt da. Ob das hier 52 weniger werden. Ohne dass ich jetzt irgendwas in diesem System verändere. Und dadurch vielleicht Code-Batzen herbeizaubere. Ja, super. Der eine ist halt weggesprengt, ne? Okay. Sonst haben wir alles erledigt. Wir haben die Nachricht angehört und Nuka World ist somit praktisch auch geladen. Wir haben also Aggressotron oder Robotertron, diese Robotergeschichte haben wir, die wir machen können. Wir haben Far Harbor und wir haben Nuka World. Ja, die hat da echt aufgestockt, ne? Krass, krass, krass. Mal gucken, was die Bruderschaft so von uns will. Du. Hallo, Danze. Paladin Dance? Die Kavallerie ist da und hat die dicken Knarren mitgebracht. Yeah. Die Kavallerie? Warum hat die Bruderschaft das Schiff hierher geschickt? Wir nennen sie die Pridwen. Sie hat genug Truppen und Ausrüstung an Bord, um eine Großoffensive zu starten. Wenn sie hier ist, dann ist auch ältester Maxon hier. Und das heißt, wir ziehen in den Krieg. Oh. Wer ist ältester Maxon? Er ist ein gefährlicher Mann, ganz eindeutig. Maxon ist der Befehlshaber dieser Sektion der Stellenden Bruderschaft. Er ist ein Vorbild für jeden Soldaten der Bruderschaft. Falls wir in den Krieg ziehen, dann wird er den Angriff anführen, das kann ich dir versichern. Nun, wie dem auch sei, du wirst die Pridwen jetzt ganz aus der Nähe kennenlernen. Okay. Ich habe Befehl erhalten, dass wir beide uns sofort auf dem Schiff melden sollen. Folge mir aufs Dach des Polizeireviers. Zeit für einen kleinen Ausflug. Ja gut, warte mal kurz. Ich bin so gespannt, womit du zurückkommst. Das Gebiet schien mir vielversprechend. Entschuldigung, gelehrte Halen. Ich glaube, ich war noch gar nicht dort, oder? Ich könnte schwören, dass ich dir eine Mission zugewiesen habe. Ja, die Mission haben wir schon gemacht. Man hat nicht gelebt, bevor man nicht einen Brahmin mit einem Vertibird umgeschubst hat. Hallo. Worauf zur Hölle wartest du denn bitte? Meinst du, deine Mission erledigt sich durch Rumstehen? Ach, halt die Gosch, ich hab doch noch irgendwas für dich gemacht, du Kacknase. Geh mal halt mal geschwind auf. Hallo. Bla bla bla, wilde Gule. Strahlenkrankheit, da kann ich nur lachen. Ja? Ich schwimme durch Gulblut täglich und habe keine Strahlenkrankheit. Maximal einen zweiten Schniedel, aber das war's auch. Und das hat sich ja niemand drüber beschweren. Also bitte. Strahlenkrankheit, lächerlich. Wir haben doch diese Düse da, diese Spritzdüse auf Tentacle Island. Da sind wir doch sofort gesäubert, aber instant. Ah, die Musik. Hallo, Ladezeit? Geht's dir nicht gut? Musst du dich wieder übernehmen, hä? Sack, ja, ja. In die Ladezeit. Bin wieder typisch, ne? Oh, warte mal kurz. Leute, steckt ihr. Guck mal, die ziehen ihre Waffen, wenn ich sie. Ja, wenn ich sie auch ziehe. Was ist, wenn ich jetzt da hinschieße? Ist das Arschling? Wie er sich hingelegt hat. I need to rest. Leute, haha. Oh fuck. Oha. Aladin Dance wartet drinnen auf dich. Aladin Dance wartet drinnen auf dich. Shit, man, den hat sie irgendwie. Wenn du meinst, das Commonwealth sieht übel aus, solltest du mal das Ödland der Hauptstadt sehen.
Ja, ist er denn irgendwie so ein bisschen gefistet? Okay, auf. Wir fliegen nun. Piper sitzt schon drin. In die Ding. Ist geladen und feuerbereit. Wir werden des Fluges Gegner auffallen. Dann benutze sie, verstanden? Okay. Aber pass auf, dass du deine Ziele richtig identifizierst. Oh yeah. Und den endlichen Beschuss der Bevölkerung vermeiden. Okay, gut. Warte mal kurz. Ich glaube, das sind Leute, Paladin-Bands, in dem Bus. Ist der Schuss hier neben mir? Der kommt neben mir raus, ja? Commonwealth sieht von hier oben ganz anders aus, was? Ja, so ruhig. Es erstaunt mich immer wieder, wie sehr sich die Wahrnehmung des Schlachtfelds verändert, sobald man in der Luft ist. Da waren doch mal ganz viele da unten. Gegen das Institut bestehen wollen. Sie haben bereits gezeigt, dass sie uns technologisch überlegen sind. Das bedeutet, wir haben keine Ahnung, was für Waffen ihnen noch zur Verfügung stehen. Hoffentlich werden unsere Luftüberlegenheit und unsere taktische Erfahrung diesen Nachteil ausgleichen. Ja, ja. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Und ich wette, ältester Maxon wird einen Plan ausgearbeitet haben, wenn wir ankommen. Ist das ein Gegner? Das ist ein Gegner. Die, Bitch. Get out my way. You need to get out my way. Ich weiß, ich sehe nichts. Ich wünschte, jeder dort unten würde unsere Sache unterstützen. Die ha. Leute sind von Gerüchten und Fehlinformationen geblendet. Ich verstehe nicht, dass die stählerne Bruderschaft die letzte Hoffnung für das Commonwealth ist. Das Leben jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes. Wo fliegen wir lang? Der labert und labert. Fliegen wir da straight auf zu? Sollten wir versagen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Gegner die Bevölkerung bezwängt. Das Commonwealth zu säubern ist unsere Pflicht. Und ich werde gern mein Leben geben, wenn das uns den Sieg bringt. Okay, aber muss ich jetzt auch mein Leben geben, oder? Wir befinden uns im Anflug auf den Flughafen. Die Pridwin sollte gleich direkt vor uns zu sehen sein. Wir treffen Lancer Captain Kerls auf dem Flugdeck. Bleib einfach bei mir und beantworte alle seine Fragen. Hallo. Seid ihr böse auf mich? Schießt ihr gerade? Irgendwie nicht. Wo sind wir? Da drüben. Ja gut, hier müssen wir eh noch alles entdecken. Da haben wir noch gar nichts gemacht. Ultra krass. Ah, ja gut. Da sind wir ja daheim, ne? Hier ist noch sau viel zu entdecken. Sehr schön. Ich hau's kaputt, das Ding. Soll ich mal auf die Pridwin schießen? Ist es recht? Dance? Soll ich das mal machen? Oder bin ich dann traurig, wenn ich das mache? Flughafenboss. Ja, entdeckt. Oh, wir sind voll verstanden. Ist da hinten der Ding? Der Leuchtturm? Ah, so wie ich ziehe. Also er ist ja eher... hier. Ich muss eigentlich nach links ziehen. Also nach da. Ich weiß nicht, ob die Richtung... Die Richtung wird aber auch, glaube ich, nicht richtig angezeigt. Keine Ahnung. Naja. Muss eigentlich sein. Ist das unser Spectacle Island? Ich erkenne nichts mit diesem scheiß Nebel. Wir hätten das tagsüber machen sollen, diese blöde Mission. Es ist schon viel zu lange her, dass ich das letzte Mal an Bord war. Okay, Soldat. Das ist der Moment, in dem sich alles ändern wird. Okay. Ich habe auf den Kreis bereit. Zu fliegen. Ich bin zu allem bereit. Voll der fette Vertibird. Dann lassen wir das mal da hoch. Let's go. Warte mal kurz. Sind da jetzt eigentlich, sind das jetzt, sind das Leute der Bruderschaft, oder? Wow. Der Traum vom Fliegen ist so romantisch. Hey, Pipe. Oh! Ah, Dance. Haha, du bist dumm, Dance. Ist es nicht schlimm für euch, wenn ihr hier abschießt? Oh. Oh, der. Der ist tot, der eine, ne? Ein Hinterhalt. Jetzt zeigt mir mal, was ihr könnt. Ja, moin. Ah, das ist Pipe. Dance. Hör auf. Hör auf, so zu gucken, du Lurch. Ich hab die Lufthoheit. Na gut, irgendwie war's das jetzt auch. Mit dem Spaß. Jetzt sind wir ran, Leute. Jetzt wird's ernst. Ja? Der Paladin Kack, Nasensalat, der sucht uns schon längst. Hier steigt man dann eigentlich aus. Ich hab eben keine Anzeige bekommen. Für dich? Da habe ich Zeit.
Wahrscheinlich mit E oder mit Leertaste, mit Laufen. Keine Ahnung, hallo? Ah ja. So. Okay, Leute, dann in der nächsten Folge hier Ultra die Action. Bis dann. Ciao, ciao.